Hallo. Leute, die Polizei ist hier. Hätte Leute getroffen? Aber zum Horst Fühlingen zu kommen, hat dann doch noch etwas länger gedauert. So, ich bin in Köln angekommen. Wir schauen uns heute das Horst Fühlingen an. Ich glaube, ihr wisst alle, was wir meinen. Der Platz ist voll. Ich würde sagen, wir steigen gleich in den Zug. Gucken uns mal ein bisschen um. Also, Köln ist schon eine schöne Stadt, muss man sagen. Und der Dom ist echt gigantisch. Und die Leute gucken mich blöd an. Aber es ist nichts Neues, hier einen Influencer zu sehen wie mich. Schon krass, wie viele hier Fotos machen. Alle machen Bilder. Sind auch tolle Dinge am Malen hier. Ist alles voll. Alles voller Menschen. Um Gottes Willen. Und die gucken halt alle blöd, wenn man hier filmt, aber... Köln ist doch die Stadt der Influencer. Und hier habt ihr mal einen echten Influencer. Wird ein kleiner Vlog mit Horst Fühlingen Content. Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommis. Ich bin 4 Stunden gefahren, Leute. Da muss das Video auch gut werden. Hier auch wieder Zeichnereien. Da tappe ich jetzt mal nicht drauf. Köln ist schon toll. Mit dem Weitwinkel von der GoPro sieht man das auch ganz gut, wie das hier aussieht. Ich bin heute mit dem André unterwegs. Einmal winken, bitte. Hi. Ja, wie gesagt, ich habe schon 1000 Mal gesagt, aber wir gucken das Horst Fühlingen an. Ihr habt hier nochmal den Kölner Dom von der Seitenperspektive. Und habe ich schon erwähnt, ich werde immer noch dumm angeguckt von hinten, aber es macht nichts. Schöner Brunnen. Es fühlt sich an wie ein Lost Place Video. Hier sehen Sie einen alten Dom. Aber ich würde sagen, bevor das Video den Rahmen sprengt, wir gehen jetzt schnell zum Bahnhof, nehmen den Zug, der alle 20 Minuten kommt und fahren direkt zum Haus Fühlingen. Also Freunde, wir warten jetzt auf den Zug nach Dormagen. Bahnhof ist, wie wir es kennen, voll. So, da kommt auch schon unser Zug. Ja. Ey, guck dir, weißt du, man wird denken, man ist im Lost Place. Guck mal hier, es regnet rein. Einfach verlassen. Jetzt müssen wir hier noch eine knappe Viertelstunde auf unseren Bus warten. Ah, kommen überall Leute. Muss man sich ein bisschen aufpassen. Ich spüre mich mal ein bisschen. Viertelstunde und dann 5 Minuten Fahrt und dann sind wir da. Und ja, das ist mal was ganz anderes, so ein Lost Place Vlog. Aber ist quasi ein Lost Place Video. Also am Anfang habt ihr die Edits gesehen wahrscheinlich. Und ja, irgendein Quatsch von mir als Voice-Over, ne? Also, wir sind hier in Köln-Kurweiler. Und schaut euch das mal an hier. Die Ghetto-Bauten, die Ghetto-Wohnblöcke. Jawohl, ich bin ja komplettes Dorfkind. Für mich ist das hier absolutes Neuland und absolut gruselig. Also, nachts würde ich hier garantiert nicht vorbeigehen. Alter! Ghetto! Mehr Ghetto geht nicht, Alter. Das ist echt krass. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und ich dachte schon, Saarbrücken ist schlimm. Saarbrücken ist dagegen ein Dorf. Sag ich euch, wie es ist. Ja, wie gesagt, ist kein Hate. Alles gut gegen die Leute, die hier wohnen. Aber es ist halt einfach für ein Dorfkind wie mich schon ein anderes Gefühl. Boah, geiler. Geiler M3. Wunderschön. Da ist unser Bus. Oh, Bus ist randvoll. Ich mach die Kamera lieber schnell aus. Das Krasse ist, der Bus hält direkt am Haus Fühlingen. So, Freunde. Auffällig ist das Unauffälligste. Der bekannteste Lost Place Deutschlands. Bei den Videos, wo ich gesehen habe, da war das noch nicht so zugewachsen. Alter, die Videos sind auch schon mittlerweile 1-2 Jahre alt, die ich gesehen habe. Okay. Er lotst mich ein bisschen, er war schon 10.000 Mal hier. Ey, das sieht geil aus. Wow. Der Urbex-Trampelpfad, der ist mehr als eindeutig über Müllberge. So, Freunde, darf ich vorstellen, Haus Fühlingen. Wow, ich wollte so lange schon hier hin, jahrelang. Hoffe ich, dass ich endlich mal hier hin kann. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Hier riecht es verbrannt. Weil da ist auch überall offen. Also gesichert ist das auf jeden Fall nicht. Aber was wollen die Leute auch hier sichern? Weil
Es ist schließlich der bekannteste Lost Place Deutschlands, den wir heute übrigens besuchen. Ich bin wirklich mega happy. Klar, es ist halt nur Bauruine, es ist nichts drin, überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise was. Aber es ist halt einfach von der Architektur und allein von den Drohnenbildern absolut geil. Ich würde sagen, ey, das sieht schon geil aus. Vor allem ist es größer, als man denken würde. Viel größer, als man denken würde. Ey, da willst du nicht runterfallen, ne? Hier willst du echt nicht runterfallen, dann ist es vorbei. Kann man hier drauf? Ja. No risk, no fun. Aussicht auf die schöne Landstraße. Aber ich meine mal, wir haben Glück, ne? Hier ist keine Sau. Sind komplett alleine hier bis jetzt. Ein architektonisches Meisterwerk, würde ich mal sagen. Die Villa wurde übrigens erbaut im Jahre 1898, also schon sehr alt. Sehr, sehr alt. Wie man hier sieht, steht es immer noch leer. Wer weiß, was hiermit passiert, aber man hat mehrere Dokumentationen von, glaube ich, Kölner Bericht gesehen, dass die hier nichts mehr machen werden, also dass die hier nicht dran glauben, dass hier irgendwas passiert. Ich habe mir eben noch mal ein paar Sachen angeguckt. Also ich denke mal, das Ding wird die nächsten 20, 30 Jahre hier so leer stehen und irgendwann einstürzen. Bis irgendwas passiert, bis sich irgendjemand verletzt und einstürzt, dann wird es wahrscheinlich abgerissen. Manchmal muss es einfach so weit kommen. Aber bis dahin haben wir ja diesen wunderschönen Ort noch. Verlassen ist das übrigens seit dem Jahre 2000. Also schon ganze 23 Jahre. Es sieht tatsächlich länger verlassen aus, hätte ich jetzt gedacht. Weil, ich meine, guckt euch das an. Es wurde wahrscheinlich damals, wo das Ganze aufgegeben wurde, komplett entkernt. Also Einrichtung, denke ich, war nie hier drin, nicht ansatzweise. Und ja, dann hat man es einfach so hier stehen lassen. Und heute steht es immer noch. Du hast gerade schon gesagt, von wem wurde das hier erbaut? Von Eduard Freiherr von Oppenheim, ein Kölner Bankier. Und er hat aber festgestellt 1910, dass der wollte hier eine Pferdezucht betreiben, ein Gestüt wollte hier betreiben. Der hat aber dann gemerkt, dass das Gelände doch ungeeignet war für eine Pferdezucht und hat das Anwesen dann an die Stadt Köln verkauft und ja, und seitdem der stand schon mal 20 Jahre leer in den 1910 bis 30 und dann wurde das genutzt eine Zeit lang als Schlaflager für Zwangsarbeiter und hier ist auch ein Zwangsarbeiter, soll sich damals versucht haben, an die Tochter des Gutsbesitzers rangemacht zu haben und wurde deshalb von der Stadt Köln zum Tode verurteilt und wurde hier hinterm Haus an einem Baum erhangen. Also, wie ihr hört. Der Geist von Eduard Magoll hieß der Zwangsarbeiter, ein polnischer Zwangsarbeiter, der soll noch, man sagt, der Geist des Zwangsarbeiters soll doch auf dem Gelände umhergehen und nach seiner Geliebten suchen. Okay. Das war eine gute Story. Man merkt, der Mister kennt sich aus. Was auch gut ist, weil du hast ja gesagt, du besuchst den Ort sehr oft. Wie oft ungefähr? Kannst du mal was sagen? Einmal die Woche. Und dann seht ihr schon mal, der Typ wohnt ja auch direkt hier. Aber ja, ist einfach mal wichtig, mal ein paar Informationen zu haben. Wenn schon keine Einrichtung drin ist, dann vielleicht ein bisschen geschichtliches Wissen. Und Leute, bleibt nett in den Kommentaren. Mir rausgucken. Es ist halt alles Frühling, ne? Es ist alles zugewachsen und absolut geil. Schönes Gebäude. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Wir trinken mal was, futtern mal was. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Polizei. Hallo. Guten Tag. Wie sage ich immer so schön, man muss nur mit den Leuten reden. So Freunde, wir haben gerade die netten Kollegen von der Polizei getroffen. Sehr, sehr nette Kollegen. Haben uns gesagt, alles gut, macht euch keinen Stress. Da ist ein bisschen der Flattermann gegangen. Leute, die Polizei ist hier. Wie gesagt, hier nochmal das Polizeiauto im Hintergrund. Wie gesagt, nette Leute. Riesig, also es ist wirklich sehr spektakulär. Wir gucken uns das gleich noch in Ruhe an. Wir warten jetzt erstmal, bis die Kollegen da weg sind. Wir müssen nämlich hier ab und zu mal Kontrolle fahren, für zu gucken, nicht, dass noch ein Unfall passiert und da guckt ja keiner. Okay, liebe Freunde, die Polizei ist immer noch auf dem Gelände, doch wir dürfen uns hier noch ein bisschen umschauen. Wenn ihr euch das mal anguckt, ne, das sieht schon absolut spektakulär aus, das Gebäude. Man sieht ja noch alte Überreste von irgendwelchen Maschinen. Dreht sich das noch? Nee.
Das ist festgerostet. Was ist das? Wasserpumpe. Wasserpumpe? Alte Wasserpumpe. Vom Gebäude? Mhm. Von zu Kriegszeit. Ja, das Ding ist wirklich alt, das sieht man. Wird mal ein etwas chilligeres Video, würde ich mal... Also chillig, die Polizei kam. Was trotzdem chillig war. Ich will ja nichts sagen, alles gut. Ja, ein bisschen weiter. Hier geht der gute Urbex-Trampelfahrt vorbei. Ja. Ja, hier sind wir auch schon wieder hinter dem Gebäude. Ja, man sieht, hier ist richtig Verkehr. Hier rennen richtig viele Leute rum. Und ich weiß, ich habe das Wort krass jetzt schon 20.000 Mal gesagt, aber ich kann es immer wieder sagen. Es ist krass und es ist schön. Es ist eine Ruine, es ist nichts eingerichtet, es ist gar nichts drin, aber es ist einfach schön. Hier war wahrscheinlich mal eine alte Tafel drin. Von irgendwo. Ah nee, keine Tafel, das ist eine Sicherung für ein Fenster. Ja, einfach eine Stahlplatte. Damit man da nicht reingeht, ne? Super gesichert, Freunde, super. Man merkt doch wieder oben, die ganzen Pflanzen wachsen. Tschüss! Kein Problem, alles gut. Gleichfalls, ciao. Ja, da oben wachsen schon Birkenbäume. Also, wie gesagt, es steht seit 2000 leer. 2000? Man wird es nicht denken, das ist schon sehr, sehr lange her. Hab den Kollegen gerade Tschüss gesagt, die gehen gerade wieder ins Auto. Die wissen, dass wir hier sind, wissen, dass alles gut ist, wissen, dass wir keine Sprayer sind, keine Vandalen. Wie gesagt, ich gebe euch nur mal den Tipp mit, wenn ihr von der Polizei erwischt werdet und es ist eindeutig, dass sie euch gesehen haben, geht hin. Erklärt's, redet mit ihnen, seid nett und dann passiert auch nichts. Dann meistens mit einer Verwarnung geht's dann weg, habt vielleicht noch ein tolles Gespräch, habt so nette Kollegen wie hier. Falls jemand das sehen sollte, Props geht raus, wirklich sehr, sehr nett gewesen. Und ja. Wir haben ja noch ein kleines Special vorbereitet und zwar ein K2 Meter. Und wir gucken jetzt mal nach elektromagnetischen Feldern. Ich würde sagen, fangen wir da mal an. Mal gucken gehen, ob da irgendwas an... Oh. Ja, überall Knallerbsen. Ich fühle ein bisschen mit. Ich tue dir irgendwo was anschlagen. Nein. Hier scheint sicher zu sein. Okay, wir gehen jetzt mal. Oh Gott. Wir gehen jetzt mal auf Geistersuche. Wobei es geht eigentlich. Ja, es ist okay. Okay. Geil. Der Keller ist schon gruselig, muss man sagen. Oh ja. Horrorkeller, um Gottes Willen. Schönes Graffiti. Erkennt der auch mich, wenn ich hier stehe? Nee, das geht eigentlich wirklich nur, wenn irgendwie eine Präsenz oder so hier ist. Dann bleibt das ruhig. Ich glaube, wir sind alleine. Ja, es ist tatsächlich nachts. Da brauche ich die eigentlich immer. Mhm. Nee. Nix. Öltank? Öltank. Für ey, der ist aber riesig, ne? Für die Heizung, die hier früher drin war. Der ist echt riesig. Keller ist abgeschlossen, würde ich sagen, oder? Da stehen die Öltanks drin und Heizungsraum. Kannst du mal helfen? Nehmen wir den Heizungsraum. Das ist schon groß. Ja, für so ein Riesengebäude muss das sein. Klar, hier alles gesichert, dass hier nichts überschwemmt. Technik und Wasser. Für mich gerade wenig Wasser. Das ist der Gebäudetrakt, wo wir reingehen. Ich glaube, hier war früher die Pferde mal drin gestanden, weil ich dann erst auch so alte Futternäpfe, also früher die Pferde auch gefressen haben. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja, von der Höhe her passt auf jeden Fall. Keine Ahnung, irgendwelche Tiere. Na, Kühe denke ich nicht. Ich denke schon, dass hier Pferde drin waren. Aber es ist krass, wie verschieden das Gebäude aussieht im Winter und im Frühling. Was für ein Unterschied. Im Winter siehst du das hier komplett. So, Freunde. Die ganze Decke weg. Darf ich vorstellen, der alte Seitenflügel. An der anderen Seite hast du gesagt, kommt man nicht hin. Nee. Aber es ist doch allein schon spannend, ne? Es hat auf jeden Fall was. Im bekanntesten Lost Place Deutschlands. Haus Fühlingen. Ich muss mal hier ein bisschen drehen, dass ihr mir die Dimensionen seht von dem Ding. Es ist gigantisch. Es ist wirklich gigantisch. Ha.
Hardcore-Menschen, ey, ich hätte schon Lust da hoch, ne? Kann man hier hoch? Da hoch? Ja, man kann nur da hinten in den Raum rein, aber hier kannst du später auch trauen. Da trau ich, den trau ich doch nicht. Das ist schon runtergebrochen. Hm. Auf ganz rot hatte ich noch nie. Nur meistens bis zum Gelben. Also bis zur Mitte. Freunde, das ist auch mal spannend. Schon ein bisschen spooky. Nachts hier drin, ey, nachts müsste ich auch mal hier rein. Ja, aber leider muss ich heute wieder abhauen. Nee, dann komme ich nicht nach Hause. Da muss ich bis morgen bleiben und das kann ich nicht. Ich kenne das halt, zwei Mann drunter. Nee, dem traue ich nicht, Alter. Dem Ding traue ich garantiert nicht. Alter. Oh Gott. Ah. Was war das? Mich würde wirklich mal interessieren, was hier drin war. Vielleicht wisst ihr es in den Kommentaren. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Gerade noch nette Leute getroffen. Aber Freunde, damit würde ich auch schon sagen, mit diesem wunderschönen Gebäude und 4 Stunden Fahrt war es das auch mit dem Video. Einmal winken. War wirklich eine tolle Erkundung und Speicherkarte ist gleich voll. Deswegen würde ich sagen, haut rein, Leute. Euer Leon Airbags. Ciao. Ciao.